Ihr liebt das Ausrollen dieser lafthaften Mutmaßungen. Doch ihr ignoriert einen Fakt. John Erlington ist ein Mann. Ich weiß es, denn wir tranken gestern noch ein... Köstritzer Schwarzbier. Und dann fragte die Barfrau... Guten Morgen, möchten Sie die Kühe melken? Was ist das denn? Das ist aus Scrubs. Das ist aus der englischen... Benutzt? Pass auf, das ist aus der englischen Fassung von Scrubs. Warum ist das... Ja, warum ist ausgerechnet das in der englischen Fassung vertreten? Weil es gab da eine Folge mit Deutschen und die Schauspielerin, die... Au. Au? Nicht mich beißen. Ach so. Nein, die Schauspielerin, wie hieß sie denn nochmal? Elliot Reed spielt, die kann auch Deutsch. Hm. Und da haben die das so eingebaut, dass sie sozusagen auch in der Serie Deutsch kann. Und da hat sie dann zum Beispiel eben diesen Satz zum Besten gegeben. Oder auch, iss dein Schnitzel, sonst kriegst du keinen Nachtisch. Ach ja. Oder schön ist auch... Schnitzel mit Pommes und... Köstritzer Schwarzbier. Oder sie hat dann auch Dr. Cox in der englischen Fassung natürlich wieder. In der deutschen wurde das Ganze mit Dänisch dann... erklärt oder gemacht und sowas. Aber in der englischen Fassung hat sie ihm dann auch so gesagt, er soll zu dem Patienten sagen, um ihm mitzuteilen, was er hat, ihre Frau hat einen schönen Busen. Ach, war das schön. Okay. Ja, es ist so, es kriegt man so mit, wenn man Internet guckt. Inquisitor Flammenberg, verratet mir eins. Sieht dieser Junge aus, als wäre es ein Mann? Ah, das ist eine schöne Frage, weil sonst hätte ich mal gesagt, wir sind vielleicht homophob. Aber dieses Spiel ist frauenfeindlich. Aber gut, jetzt relativiert sich das wohl. Nur die Labyrinthianer sind frauenfeindlich. Also können nur Frauen Hexen sein. Habt ihr euren Kopf zu tief in die Ohren gesteckt? In den Ofen! In den Ofen gesteckt! Ja, davon bekam ich... Wadenkrämpfe und Verspannungen. Durch Laborchef Dr. Klenk. In der Tat! Da kriege ich Magenkrämpfe von. Oh, ich hätte am liebsten die Wadenkrämpfe zu Maden... Madenkrämpfen! Madenkrämpfe! Madenkrämpfe! Mann! Wie wär's denn? Machen wir doch mal hier ein neues Spiel zum drauf wetten. Madenkämpfe. Madenkämpfe. Und dann gibt's da dann macht die eine Made die andere voll platt und dann ist das ein Fatality. Was? Fatality. Genau, dann so. Dann sagt auf jeden Fall einer zu. Feuert einer eine Made an und sagt. Finish him! Wenn du es immer noch nicht hörst, ist mir das egal. Leider nicht. Okay, also. Ich hab's leider nicht gehört. Juhu! Zum Glück. So, weiter. Im Text. Habt ihr euren Kopf zu tief in den Ofen gesteckt? Natürlich können nur Frauen Hexen sein. Nein, das ist. Nee, das leuchtet ein. Seit Bestehen dieses Gerichts hat es noch keinen einzigen Hexer gegeben. Tja, aber jetzt gibt es... Laborchef Dr. Klenk. In der Tat. Naja, und außerdem haben wir jetzt auch... Jonathan Frakes. Ihr seid ein Ausbund an Ignoranz. Ihr solltet vor Scham im Boden versinken. Wieso? Weil mein Scham so lang gewachsen ist und ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat, dass er mich in den Boden gräbt? Das wäre wirklich mal ein Grund, sich unten rumzustutzen. Oh. Wenn man vor Scham im Boden versinkt.
Oh Mann. Oder wenn der Charme im Boden versinkt. Genau. Dann ist er zu lang. Dann ist er definitiv zu lang. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ja, wie ihr meint, aber darf ich... wie du meinst. Aber darf ich euch eine weitere Frage stellen? Nein, wirklich nicht. Ist John Erlington wirklich ein Mann? Nicht, dass ich wüsste. Jetzt kommt doch diese Frage. Okay, das Spiel ist frauenfeindlich. Man könnte ja einfach nachsehen. Jetzt kam irgendwie nix. Oh, man könnte ja einfach nachsehen. Juhu! Da freut sich der Homer. Hm? Was? Was? Welche absurde Frage. Die Verteidigung ist sich sicher, dass John Erlington die Hexe ist, die für den magischen Angriff auf Professor Layton verantwortlich ist. So ein Mist! Für John Erlington. Freispruch! Wollt ihr wohl mit eurem Possenspielchen aufhören? Dies ist... Jonathan Frakes. Und eine haltlose Bezichtigung. Haltlos, meint ihr? Tut mir leid, aber da seid ihr auf dem Holzweg. Als das Verbrechen ausgeführt wurde, hielt sich John Erlington im Raum direkt neben der Alchemistenstube auf. Und eine der Wände in genau diesem Zimmer war grün angestrichen. Stimmt das? Stimmt das? Oh. Darüber hinaus grenzt eben diese grüne Wand. Puh, direkt an Herrn de Victoires Studierstube. Chatudierschatube. Ihr seid vom Sinn. Herr Balda! Moment, Phoenix heißt nicht Phoenix, er heißt Hella. Und Sophie heißt, und Luke heißt Hugo. Hugo Egon. Oh Mann, nein, Luke ist, Moment, oder? Nee, haben wir jemanden mit Glatze? Wenigstens auch irgendwo. Oder mit wenig Haar? Wir brauchen nämlich noch einen Hohecker. Genau, willst, aber, ja genau. Der Richter vielleicht. Ach, Hohecker ist raus. Aber wieso das denn? Inquisitor Flamberg, bestellt bitte schnellstmöglich den Butler in dieses Gericht. Warum? Ich habe Hunger. Genau, jetzt kommt nämlich auch von die Aussprache. Von meinen Kollegen habe ich gehört, dass sie immer eine Lunchbox zum Mittag bekommen. Aber nur von der Ausspuckkönigin. Richtig. Außerdem, wenn sie das wenn sie diesen Fraß essen, dann werden sie zum Ausspuckkönig. Juhu! Aber trotzdem, ich bestell den Butler ins Gericht. Hm. Also ich hätte gerne bitte die einmal die Nummer 12 mit Butler, dankeschön. Ich hätte einmal Scheidenpilzcremesuppe von Maggi Meisterklasse. Oh ja. Ja, und ich hätte bitte gerne eine Milch, aber die hätte ich bitte gerne frisch. Guten Morgen, möchten Sie die Kühe melken? Und dazu ein. Und dazu noch ein. Ja, du darfst Play drücken. Köstritzer Schwarzbier. Genau. Ich dachte, du hättest gedrückt und ich hab's nur wieder nicht gehört. Deswegen. Nein. Ich hätte bitte gerne einmal... Kleine Hühnchen. Ach, Mann. Gebt... Ja. Zum Essen? Gebt uns... Köstritzer Schwarzbier. So, jetzt aber weiter. Great. Now let's get back to the game. Hey, listen! Warum? Ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Geht denn noch gerade? Ja, stimmt. Dein Butler isst du gleich auf.
Hey, wir kommunizieren jetzt nur noch über diese Sounds miteinander. Nie und nimmer. Also das müssten wir wirklich mal für eine Aufnahme machen, aber das geht nicht. Das klappt einfach nicht. Können wir jetzt weitermachen? Was würde? Gar nichts. Das Gericht will Jean Erlington sofort in diesen Kammern sehen. Selbstredend, hohes Gericht. Wird erledigt. Muss er in einem Stück da sein? Dies ist nicht nötig. Oh mein Gott, es ist ein Junge. Hey, Junge! Ich bin hier. Ich begebe mich sogleich hinunter. Egal, ob das ein Junge ist oder nicht, es ist auf jeden Fall von einer Frau gesprochen. Und vor allem, what the fuck? Ich meine, ernsthaft, das ist das am weitesten zurückreichende Foreshadowing, was wir überhaupt hatten. Als wir überlegt haben, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja. Langsam wird's mir unheimlich. Weißt du noch, wie ich gesprochen habe? Ja, und nicht mehr. Wie eine andere Version von Luke? Glaube ich. Und mit Schitte. Okay. Und Schiffe und. Ach, Scheiße, Schippe. Auch das noch. Scheiße. Oh nein, ist der jetzt angeklagt oder im Zeugenstand ungefähr 3 Stunden und ich muss ständig. Oh, ja. Na. Vielleicht kommt ja auch wieder das Wort Chatudier, Chatube. Wohlan. Wohlan. Ihr seid es. Wollen wir beginnen? Die reden ja noch richtig, ne? Oh. Ja, jetzt nicht mehr. Jean Erlington. Oder soll ich lieber sagen, Jean Erlington? Das gibt's doch nicht. Wirklich, das macht mich fertig. Ich hab mir das nicht gespoilert. Ich hab keine Ahnung gehabt. Ich dachte am Anfang aber auch. Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ja. Aber jetzt, wo ich sehe, dass du recht hast, denke ich. Juhu! Das ist so schlimm, wenn man überlegt, was man so alles schon gespoilert hat, ohne es zu wissen. Mhm. Aber das Lustige ist natürlich, was man auch schon gespoilert hat und es schon gewusst hat, dass man es gespoilert hat, aber andere es vielleicht noch gar nicht wussten. Viel lustiger finde ich, wenn man was spoilert und andere schon wussten, dass man es spoilert, aber man selbst nicht. Ja. Das ist jetzt bei Jean Erlington wohl der Fall. Scheint so. Ach, das ist sowieso nicht John Erlington, das ist... Jonathan Frakes. Nein, wirklich nicht. Okay, dann nicht. So, können wir jetzt wieder... Nicht, dass ich wüsste. Können wir jetzt bitte wieder weitermachen? Na gut. Dem Gericht deucht, in diesem Prozess wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wir müssen diese Wendung erst einmal begreifen. Das Gericht schlägt eine kurze Pause vor. Werter Ankläger, werter Verteidiger, schärft Schwert und Geist. Seid bereit für die nächste Phase dieser ehrenvollen Schlacht. Jawohl, Herr Inspektor. Jawohl, Herr Inspektor. Jawohl, euer Ehren. Selbstverständlich, hohes Gericht. Wenn wir fortfahren, sollte die Untersuchung des magischen Kristalls abgeschlossen sein. Er ist bestimmt trotzdem bemalt. Das Gericht zieht sich nun für eine kurze Pause zurück und beschäftigt sich mit seiner Lunchbox. die Ausspuckkönigin, der Ausspuckkönig Jean-Luc Picard mitgebracht hat. Möchtest du speichern? Ja, ich will. No! Die Aufnahme ist kaputt. Nein. Oh, guck mal. Layton. Du hattest überall hin mitgenommen. Layton gibt einen subtilen Hinweis. Sie ist die Hexe. Verbrennt sie. Wie er dasteht und den Finger auf sie richtet, als wäre sie wirklich so der böseste Mensch aller Zeiten. Schaut sie euch so an! Anklang. Ja! Ich weiß nicht, ob die das mit Absicht gemacht haben.
Ja, wahrscheinlich schon. Du bist. Also ist das dieser junge Butler? Ich weiß, was du gerade denkst. Auch ich konnte es erstmal nicht glauben. Aber die Beweise und die Umstände deuten allesamt auf diesen Butler. Er oder sie muss die Hexe sein. Zumindest dann, wenn feststeht, dass der magische Kristall wirklich eine Fälschung ist. Joey hat gerade die Kamera verschoben, weil sie nicht gepasst hat. Hast du sie gerade geschoben? Pfoten weg! Au! Oh! Los, los, Joey! Finish him! Au! Fatality! Fatality! Flawless victory! Ja. Oh, wie schön. Okay, aber wir möchten bitte weiter, oder? Ich möchte. Aber falls das stimmt, dann war Direktor Smurler ja ebenfalls.